Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ich bin Alex von Freedresser und ja, wieder mein nachkommentierter Part. Erstes Level ist ein Wasserlevel und ich kann euch versprechen, das Spiel wird an dieser Stelle einfacher. Ich werde nicht mehr so häufig failen wie beim letzten Mal. In diesem Level, ja, Eiswasser, man sieht's, dunkelblau ist das Wasser, werden hauptsächlich von Oktopussen verfolgt und müssen ihnen halt entfliehen. Ja, ist anfangs noch ziemlich leicht, wird aber später mal schwerer. Man sieht schon, die Oktopusse holen stark auf. Aber alles in allem ist das hier noch ein machbarer Part. Das die Käfer, lasse ich aus. Falls mir Diddy Kong abhanden kommt, kann ich zurückschwimmen und ihn mir holen. 90 Bananen. Tut mir leid, dass der Part erst so spät kommt. Wahrscheinlich kommt er erst am Montag. Montagnacht? Keine Ahnung. Mir ging es heute den ganzen Tag ziemlich schlecht. Mir geht es immer noch nicht wirklich gut. Ich habe Bauchschmerzen und so. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Ja, ich habe den Part halt heute Vormittag aufgenommen, aber noch nicht nachkommentiert. Und das mache ich erst jetzt um 23 Uhr. Da muss ich den ganzen Scheiß noch rendern, bearbeiten und so. Und das dauert noch. Und wir bekommen ein neues Leben. Hier ist schon die Hälfte und der Pfeil zeigt, dass er bald zum Ende kommt, also ziemlich überraschend. Ja, wieder ein schneller, kurzer Part. Ich sehe, ich habe 15 Minuten 6 aufgenommen, also perfekt. Da wurden wir fast getroffen. Und ich spiele die Level jetzt immer vorher nochmal an, bevor ich dann aufnehme. Damit ich halt so drin bin. Da sind ja die Fässer und ein Hai. Da kommt schon ein bisschen mal Diddy Kong, rollt sich da ein. Genau, und jetzt wusste ich, hier ist ziemlich schwierig. Der Hai da oben stört. Da kommt noch ein Hai. Und noch ein scheiß Oktopus. So. Hier weiß ich aber auch, wie ich schwimmen muss. Und den Oktopus sieht man schon gar nicht mehr, weil ich so schnell war. Ja, da wurde ich getroffen. Ist aber nicht sehr problematisch. Ein Meter weiter ist schon wieder das neue D-Cafers. So, und hier hätte ich theoretisch dem Oktopus ausweichen können. Ist egal. Macht auch nichts her. Ich habe es so geschafft. Und ich wechsle mir zurück auf Diddy Kong, weil der mir doch ein bisschen schneller und agiler wirkt als Donkey Kong. In der Zwischenzeit hier schön den Tee. Und da wird Diddy Kong getroffen. Das ärgert mich. Ich will zurück. Nein, genau. Ich will hier lang schwimmen, weil ich hier was gesehen habe. Ein Leben, ein Hai und En Garde. Den wir auch gleich verlieren. Aber alles kein Problem, wir holen es uns wieder und geben dem Hai nochmal Saures. Und jetzt haben wir En Garde. Perfekt. Und anscheinend schien das Level doch noch nicht vorbei zu sein, wie der Pfeil da zeigte. Ich weiß nicht, wird immer langsamer. Ja, genau hier. Der Part mit En Garde, alles kein Problem. Wir sind jetzt schnell genug unter Wasser. Und da ist noch ein Pfeil. Und mit hier Scheißquallen. Die soll uns auch nicht mehr stören. Wir haben KNG. Crankys Koje wollte ich euch heute ersparen. Glühbirndrama. Wir finden direkt Diddy Kong. Und Squawks. Ich glaube, das ist eines der wenigen Level, wenn nicht sogar das einzige, in dem Squawks vorkommt. Er hat ja in Donkey Kong Country Returns. Returned er ja auch. Und kriegt da einen etwas wichtigeren Part. Und zwar, zeigt er, glaube ich, einem an, wo Puzzleteile versteckt sind. Also, er fängt irgendwie an, so Krähen und so eine Scheiße und solche Geräusche zu machen. Wenn ein Puzzleteil kommt. Und da ist schon mal die Hälfte. Genau, ich wechsle auf Diddy Kong, weil ich hier noch ein paar Geheimnisse kenne. Hier unten ist zum Beispiel eins. Leben. Zweites Leben. Und noch ein Leben. Damit haben wir ein Leben dazu bekommen.
schauen, ich trinke euch einen Schluck. Also ein bisschen zu heiß. So, und jetzt kommen noch irgendwelche komischen Reifen. Kein Plan, was das ist. Und hier diese Antibiotikum-Muskelprotze. Nicht Antibiotikum. Anabolika. Ja, der wirft mich direkt in so ein komisches Ding rein, lacht sich einen ab. Und wir sind wieder auf uns allein gestellt. Das ist knapp, wie man sieht. Ich stehe gar nicht drauf. Theoretisch hält sich Donkey Kong mit den Händen fest. Lustig. Heute läuft die Aufnahme flüssig. Das ist nicht so asynchron wie sonst immer. Naja. Hier runter und zack. Vom Exit nochmal schnell ein Geheimding. Da oben ist das G und ein Reifen und dieser komische Beißer. Irgendwie an das G komme ich so nicht dran. Und ich hatte die klasse Idee. Ich lasse einfach auf den Reifen drauf. Lässt sich nicht treffen. Ich wollte mich zwar gar nicht bewegen lassen, das ging schief. Aber egal, ich komme vom Exit raus und schaffe das Level. Ja, bin da bisher noch keine Fails drin, oder? Ich habe abgespeichert. Zack. Funkys Flüge brauchen wir auch nicht. Also jetzt gehen wir zu den selbstgestrickten Brücken. Ja. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Also als ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, wie sollst du denn das gleich kommentieren? Am besten gar nicht. So, da unten sieht man etwas. Da ist ein Fass. Also nicht denken, ich habe ja jetzt einen Fail gemacht, das habe ich gesehen. Ja. Und am Ende erwartet uns wieder ein kleines Geschenk. Der Frosch. Bam, wir fallen runter und landen wieder im Level. Der Frosch hilft uns hier mit den komischen Bienen. Wie man sieht. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Level. Also im Vergleich zur Welt 3, wo auch so ein komisches Hängebrückending war, mit den Fässern, das mag ich irgendwie nicht. Das ist cooler. Ja, und der Frosch erleichtert das auch ziemlich. Hier brauchst du jetzt eigentlich schon fast gar keine, kein Timing mehr. Na, außer für das, was ich gleich mache. Ich habe schon angekündigt, ich werde failen. Also, was mache ich? Scheiße mache ich. Wer drauf springen ging nicht mehr. Also war ich für den Rest, den schwierigen Part, auf mich allein gestellt. Ja, da ein bisschen Teabaggen. Und auf den Reifen, über die Bienen. Man sieht schon, das ist jetzt nicht mehr ganz so leicht. Und es kommt noch schwieriger. Ich wechsle Diddy und drehe sie einfach alle um. Da ist schon der Pfeil. Aber jetzt wird's haarig. Aber zuerst noch das kleine Bonus-Level. Man sieht da oben die Banane. Welche sich also gleich verkacke. Mach dir nichts draus, Diddy. Dafür bin ich bisher noch nicht gestorben. Und das wollte ich auch so lassen, deswegen weiche ich diesem scheiß Gürteltier aus. Ich springe über die Bienen drüber und schaffe das Level. Tja. Really Naughtys Raserei. Naughty aus dem ersten Part ist zurückgekehrt. Ich hatte vergessen, wie der funktionierte. Ist mir nichts mehr eingefallen. Er springt immer einmal mehr hoch, wenn man ihn trifft. Also er springt ganz normal, er springt weit und dann springt er hoch, wenn man ihn trifft. 2, 3. Jetzt springt er wieder weit, ich treffe ihn nochmal. Jetzt ist er 4-mal hoch. 1, 2, 3, 4. Und jetzt springt er wieder weit. Und das war's. Wir ducken uns ein bisschen. Sehen die Banane von oben runterfallen. Banana. Und betreten auch schon gleich die letzte Welt. Ölfass Boulevard. Genau, und jetzt kommt was Lustiges. Ich denke so, toll, komm, Biber runter. Mir doch scheißegal. Ich lass mich treffen und verliere. Naja. Ich habe schon gar nicht mal richtig hingeguckt.
Dafür gebe ich den Biber jetzt. Ha, das hast du davon. Genau, der Bildschirm wurde schwarz, so wie jetzt bei mir gerade. Wieso wird der Bildschirm bei mir eigentlich immer schwarz? Ich sollte mal echt was daran ändern. Ich finde TNT. Oder wurde der Bildschirm bei mir jetzt später schwarz? Ich sollte mal echt den Bildschirmschoner bei mir ändern, auf irgendwie 20 Minuten. Immer so leicht quergeschossen, trotzdem noch reingekommen ist was. Das Leben geholt und runtergefallen. Naja. Kremling umwirbeln. Dann haben wir schon durch das Donkey Kong Fass. Ich versuche den Kremling so auszuweichen. Aber da unten war nichts mehr. Gut. Ein paar Naughties. Sie haben keine Chance gegen uns. Hier war wieder TNT. Und eigentlich wollte ich es da anwenden, aber es ist mir beim Springen kaputt gegangen. So ist das halt. Die Musik ist cool. Ja, das fast kann ich leider nicht mitnehmen. Also mache ich es einfach kaputt. Schieß mich hoch und hol den Reifen. Den man hier gleich für das O des Kongs braucht. Da, 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 da. Ach ja, Musik, die Kindheit geprägt hat. Ist schon was Cooles. Und da holen wir. Ich schiebe noch ein bisschen heran und holen wir das O. Jetzt haben wir schon mal Kong. Ko von Kong. Oder besser gesagt, wir haben das K.O. Vielleicht ein schlechtes Zeichen. Spoiler! Hm, da ist wieder unser Herr Orang-Utan. Das war ein grandioser Fasswurf auf dem Boden. Ich wollte den Orang-Utan treffen, ja. Und da kommen noch mehr. Scheiß Viecher. Gut, hier ging nichts kaputt. Also wechsle ich auf Donkey Kong. Aber da kriege ich auch nichts mehr aus dem Boden raus. Mit dem galanten Wurf beide Kremlinge umhauen. Da ist noch ein scheiß Orang-Utan. Sogar zwei Stück. So, jetzt wird's lustig. Ich wurde getroffen. Okay. Kein Problem, denn hier gibt es wieder ein neues Donkey Kong Fass. Aber jetzt wird es langsam fies mit den Ölfässern. Ich bin an dem Ölfass vorbeigesprungen. Ich wollte eigentlich drauf landen, aber man hat gesehen, das ging wieder an und ich wollte mich nicht treffen lassen. Was mache ich stattdessen? Ja, sterbe. Perfekt. Diesmal kriege ich den Fasswurf besser hin. Weiche diesem Orang-Utan aus. Spring auf das Ölfass, weiche den beiden Orang-Utans gekonnt aus, indem ich vorbeilaufe. Lass mich diesmal nicht treffen. So, aber jetzt. Was kommt jetzt? Nein, das war ja noch leicht. Ich habe so das Ölfass zerstört, das ging nicht. Und ich wurde getroffen. Okay, egal. Ich bin unverwundbar, komm weiter. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ja schon vorbei. Nein, es war noch nicht vorbei. Zwei Fässer. Und das dritte hat es mir dann gegeben. DK kratzt sich am Kopf. Was habe ich falsch gemacht? Alles. Okay, Versuch macht klug. Nochmal neu. Boah, das war ganz schön knapp. Ich wäre schon fast direkt am Anfang gestorben. Ich hole mit Diddy Kong. Jump dir auf den Kopf rum. Das war wieder höchst, höchst intelligent. Ich nehme jetzt mal das Fass mit. Ich weiß auch nicht warum. Fass nehme ich einfach weg. Nein, da gibt es auch nichts. Ich glaube, diesmal habe ich es ein bisschen intelligent angemacht. Schön mit dem kleinen. Da genau. Ich bin direkt aufs Zweite gesprungen. Okay, soweit so gut. Zwei Fässer und drei. Wusste ich auch noch, habe ich auch noch einen bekommen. Orang-Utan verabschiedet sich und da schon der Pfeil. Puh. Was soll ich denn hier machen? Guckt es euch an, die Scheiße brennt durch. Okay, ich warte, bis es lange anbleibt. Es ist lange angeblieben und ich bin. Hab zu spät gecheckt. Naja, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht.
ihr werdet es beim nächsten Mal sehen. Ich verabschiede mich dann. Bis dahin. Tschüss.